Unter dicken, wattigen Wolken spazieren wir am folgenden Morgen über die Planken des längsten Steges Europas in Zopot nahe Danzig. Der Kurort Zopot ist bekannt für seine prunkvollen Hotels am Ostseestrand. Zusammen mit Gedingen bilden die beiden Orte Dreistadt mit über 1 Million Einwohnern. In Danzigs Vorort Oliva beeindruckt die erhabene Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert, deren Rokoko-Orgel im 18. Jahrhundert dazukam. Schließlich stehen wir vor der imposanten Skyline der geschichtsträchtigen Stadt Danzig oder Gdansk mit dem repräsentativen Krantor. Durch das kolossale grüne Tor entern wir die denkmalgeschützte Innenstadt. Wie auf Bestellung zeigt sich sofort nach Betreten der Altstadt die Sonne. Der lange Markt direkt hinter dem Tor ist gesäumt von pittoresken, detailverliebten, teils bunten und fein verziert und verschnörkelten Patrizierhausfassaden, die in dieser Perfektion und Vielfalt ihresgleichen suchen. Neptunbrunnen sticht das spitze Rathaus in die Höhe. Hinaus gelangt man unter anderem wieder gegenüber durch das Goldene Tor.